Ich mag das ja gar nicht aussprechen. Aber ich glaube, es ist soweit. Schönen guten Tag, YouTube, zu einer neuen Folge Jutke Dizzy. Heute haben wir wieder ein wunderschönes Potpourri für Sie vorbereitet. Und wie Sie sehen können, ist auch die Juri wieder dabei und hat sich schon seelisch und moralisch vorbereitet, im Live-Betrieb den Hammer zu schwingen. Aber ob wir heute den Hammer schwingen in dieser Folge, das bleibt noch rauszufinden. Wir haben auch gleich mal was Schönes für Sie vorbereitet. Es ist schon quasi fast ein Präzedenzfall. Es ist einer meiner liebsten Dinge, die ich sehr häufig spaßig anbringe und man darüber auch mittlerweile schon so ein bisschen, ja, man lachen kann. Es ist schon ein Meme, würde ich sagen. Und dazu reisen wir mal ganz kurz nach Südafrika. Und in Südafrika scheint erstmal nicht die Sonne. Das ist schon mal das Wichtigste. Sonne ist Quatsch. Dunkel ist gut. Wir sind ausnahmsweise, wie man sehen kann, nicht mit GT3s unterwegs. Aber ich lasse mal kurz das Material ablaufen. Na, wer möchte reinrufen? Was ist es? Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss gerade mein Gesicht verziehen. Hat die Juri heute ein bisschen schlecht geschlafen? Wie? NFA? Das ist doch nicht NFA. Soll ich das nochmal für Sie durchlaufen lassen, meine Damen und Herren? Haben Sie heute Tomaten auf den Augen? Aber es kommt ja nochmal. Gucken Sie mal genau hin. Okay, warten Sie mal ganz kurz ab. Es gab von geheimen Stasi-Quellen gerade einen Einwurf. Ich möchte hier ganz kurz mal anmerken, dass dieser Fahrer, der das Auto wegschmeißt, den anderen reportet. Ich lasse das jetzt nochmal laufen. Ab der zweiten Stelle. Ab hier. Aha, ich sehe schon. Es ist ein interessanter Plot-Twist geworden. Also für Sie da draußen, der Fahrer, der reingefahren ist in das Fahrzeug, wurde reported. So, weil er jetzt gerade auch schon wieder reingeschrien wurde, aus der tiefsten Stelle des Körpers. Er soll ja bitte mal die Bremse halten. Er hält übrigens die Bremse. Und wird dann weggekegelt. Können Sie sich noch an den wunderschönen Satz erinnern? Blaue Flaggen, wollte ich gerade sagen. Gelbe Flaggen sind optional. Hier an der Stelle, damit wir unseren Bildungsauftrag erfüllen, wurde die gelbe Flagge vollkommen ignoriert. Ne? Also wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, wir gehen nochmal auf die Anfahrt, die hier stattfindet. Hier wird gebremst, der rollt sich weg und der sieht, dass der weg... Also er sieht das, okay? Und wenn Sie jetzt mal unten auf die Eingaben gucken, sehen Sie, dass der voll Gas gibt. Das ist hier auf jeden Fall nicht Colin McRae. In doubt, flat out, das funktioniert hier nicht. Er hätte zumindest ein bisschen auf den Verkehr reagieren können. Und das hat er an der Stelle nicht getan. Also hat er halt die gelbe Flagge ignoriert. Und bums. Und weg ist der Apparat. Also an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, ignoring a blue flag, wollte ich gerade sagen. Yellow flag. Ich komme heute ganz durcheinander mit den ganzen Farben. Also für Sie in Zukunft, als Idee, wenn sowas passiert vor euch, geht vom Gas runter, bremst ein bisschen und versucht darauf zu reagieren. Weil am Ende müsst ihr immer daran denken, die eine Sekunde, die man sich spart, indem man dort flat durchfährt und eventuell flat durchkommt und das Auto kaputt ist, wiegt nicht auf, dass man kurz mal bremst, das Auto verlangsamt, um besser darauf reagieren zu können und heil wieder durchzukommen. Also an dieser Stelle machen Sie ein bisschen Gemach. Und das gibt übrigens 0,6.
Jetzt muss ich selber kurz mal gucken. Oh. Oh. Das wird wieder ein Meisterwerk, was hier gleich für Sie gezeigt wird. Ja, hier geht es jetzt gleich mal richtig schön zur Sache. Ich würde sagen, es wird Krach, Bumm und Peng. Es könnte vom ersten Eindruck her, könnte es so eins meiner liebsten Sachen sein, die so passiert, wo ich am lautesten lache in Compilations, wenn diese vorkommen. Es wird, glaube ich, so ein Ay Caramba. Dann schauen wir uns doch mal das Ay Caramba an. Wir waren sehr nah dran an Ay Caramba, okay? Aber ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Ich lasse das nochmal ganz kurz weiterlaufen an der Stelle, damit Sie sich das nochmal genauer angucken können. Und dann werden wir natürlich auf diesen Fall auch nochmal ganz kurz eingehen, warum das denn hier so ein Ay Caramba war. Ich möchte extra nochmal dazu sagen und auch betonen, ein Porsche 992 ist kein Geländewagen. Okay? Ist kein Geländewagen. Um das jetzt nochmal ganz genau uns anzugucken, wenn der Porsche sich hier rausbewegt. Kleinen Moment. Das geht ab. Hier los. Weil wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag. Das hier kann übrigens alles passieren. Okay? Das ist nicht schlimm. Man kann sich verbremsen und man kann hinten drauf fahren. Ist uns allen schon passiert. Was hier aber nicht passieren sollte, also das sollte dir auch erstmal grundsätzlich nicht wirklich passieren. Was man aber beachten sollte, ist das hier. Das ist keine ebene Strecke. So, wenn wir jetzt mal gucken auf den Input, hier wird 100% Gas gegeben, um wieder raus zu beschleunigen, um dann runter zu gehen. Und der Wechsel zwischen hier, also man merkt ja auch, dass das Auto sich schon so ein bisschen aufschüttelt, einfach hier drauf zu fahren, also in dem Winkel, ne, da drauf zu fahren, ohne rumzufahren, ist halt schon mal absolutes Todesurteil. Außer da ist wirklich niemand, dann kann man das ja gerne mal machen. Aber ich würde wirklich jedem da draußen raten, langsam auf die Strecke zu fahren. Es ist scheiße, wenn man Plätze verliert, absolut. Es ist kacke, wenn Fehler passieren, absolut. In diesem Moment wäre es trotzdem immer ratsam, ganz in Ruhe zurück auf die Strecke zu fahren, um weitere Fehler vorzubeugen. Und weitere Fehler entstehen, wie man hier sehen kann. So, selbst wenn er jetzt schon rechts ist, da wo er ist, steht er halt so ungünstig auf der Strecke, dass das einfach Müll ist. Ne? Also hier an der Stelle ist es wirklich ratsamer, bedacht auf die Strecke zu fahren. Und auch den Kommentar, das möchte ich kurz aufgreifen, weil das unten gerade steht, lieber sicher auf die Strecke kommen und ein paar Plätze verlieren, als unsicher auf die Strecke zu kommen und das ganze Rennen zu verlieren. Das ist eigentlich eine gute Devise, das hatten wir ja im ersten Fall auch schon. Vielleicht sollten wir mehr in Zukunft mehr an sowas appellieren, weil ich habe das Gefühl, das könnte eventuell so ein bisschen das Umdenken fördern, wenn man das daran erklärt. Weil jetzt auch hier, ne, wären wir jetzt raufgefahren auf die Strecke. Also er ist ja jetzt so oder so abgehängt. Hier kommt ja keiner mehr da unten, ne? Also wäre er langsam raufgefahren, hätte er genau dasselbe Ergebnis gehabt mit einem heileren Auto, als wenn er jetzt so rauffährt, dieselbe Position hat wie vorher, aber mit einem kaputten Auto. Das ist ein guter Einwand. Dankeschön an die Jury. Das ist natürlich hier Causing a Collision und das gibt einen Abzug. Causing a Collision und Unsafe Rejoin, also es ist beides gleichzeitig, ne? Und dafür kriegst du, weil es ist halt nicht Runde 1, kriegst du halt ein Safety Rating abgezogen, also 1-0 und dann kriegst du noch Penalty Points auf den Nacken. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Damen und Herren, ich mag das ja gar nicht aussprechen,
aber ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, es ist soweit. Wir sind in einem italienischen Vorort. Es regnet wie Hulle. Und wir wissen ja alle, was bei Regen passiert. Wir haben die eine Partei. Oh, Regen. Das macht das Rennen erst richtig interessant. Da muss man so ordentlich taktieren. Und dann haben wir die andere Partei. Oh, scheiße. Wie fährt man denn jetzt Regen ganz genau? Imola, das Rennen geht gerade erst los. Es regnet. Sie können sich jetzt schon seelisch und moralisch auf ein Feuerwerk freuen, meine Damen und Herren. Genießen Sie schon mal den Anblick. Wir haben auf jeden Fall hier an der Stelle ein fantastisches Kfz, Lexus, wirklich picobello, das Gerät. Aber was passiert denn jetzt hier? Schauen wir doch mal rein. Ich möchte betonen, dass das der Start ist. Das ist der Start. Haben Sie es gesehen, meine Damen und Herren? Haben Sie es gesehen? Gucken Sie noch mal ganz genau hin. Ist Ihnen was aufgefallen? Der BMW, der zieht komplett von rechts einfach links rüber, um den Weg zuzumachen. Aber viel interessanter ist noch, der, achten Sie mal hier bitte auf den Essen, der ist richtig gut weggekommen. Also der ist richtig gut weggekommen und der BMW dachte sich so, Mensch, ich mache einfach dicht. An der Stelle, um wirklich auch was Ihnen mitzugeben, was, naja, ist in Form von Bildung, lassen Sie lieber mehr Platz, als Sie denken, dass Sie Platz geben müssen. Was ich damit meine ist, hier drüben ist ganz, ganz viel Platz. Folgender Vorteil, hier drüben kann man besser in die Kurve reinkommen in T1. Das heißt, es wäre grundsätzlich erstmal schlauer, das zu machen, ne? Sich da zu positionieren. Wenn man jetzt in den Rückspiegel guckt, wir vergleichen das jetzt mal ganz kurz, wenn wir jetzt hier mal das Tempo vergleichen, der wurde eh schon ausgebremst, okay? Und das kriegt man ja in den Sekunden mit. Das heißt ja, der ist ja in der Theorie erstmal keine Gefahr. Also man fährt ja dran vorbei. Also gibt es keinen Grund, nach links rüber zu ziehen, um den die Linie zuzumachen. Das Einzige, was man machen würde in dem Moment, ist dem Nissan die Linie zuzumachen. Was aber hier an der Stelle bedeutet, dass für den BMW-Fahrer sein Vorhaben, was er hier angeht, den Aston auszubremsen, bedeutet ja für ihn mehr Gefahr, als rechts zu fahren. Wenn er jetzt rechts fahren würde auf der Seite, dann macht er natürlich die Tür auf für den Aston, dass er eventuell reindiven kann. Aber der BMW wäre ja bis vorne, also bis er hier oben am eigentlichen Bremspunkt wäre, was ja noch 200, 300 Meter hin ist, könnte er sich immer noch entscheiden, nach innen zu fahren, um die Linie zuzumachen. Weil, wie wir ja eben gerade gesehen haben, kommt er viel, viel besser weg. Er kommt viel besser weg. Also er wäre wirklich vor gewesen. Also gibt es in dem Moment keinen Grund, dort so nah ranzufahren. Gibt's nicht. Also lieber breit lassen am Anfang und Platz lassen und vielleicht ein, zwei, drei Positionen hergeben, weil ich sag mir immer so, und das ist meine Erfahrung, die ich persönlich als Jutke gesammelt habe, Leute, die am Anfang reindiven, schmeißen sich irgendwann eh weg, weil sie nicht ruhig fahren. Ist gerade vor kurzem wieder passiert. Also lieber drüben bleiben, als hier zuzumachen. Weil dann würde das hier auch nicht passieren. Und das ist halt jetzt, leider Gottes, anhand der falschen Entscheidung, die dort getroffen wurde, das ist halt 3 Tage gelber Schein. Da ist jetzt Urlaub angesagt, weil das ist halt ein Massencrash. Und das muss halt nicht sein. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, auch in den ersten beiden Fällen, lieber 1, 2 Plätze verlieren und safe durchkommen, als für 1, 2 Plätze zu viel riskieren und nicht durchkommen. Geil, das wird unser neues Motto. Feier ich. So, das ist jetzt ein 3-Tage-Bann, meine Damen und Herren. Und rein in den Urlaub. Das geht in den Urlaub. Und das auch noch übers Wochenende. Hätte nicht sein müssen. Letzter Fall für diese Folge. Oh, meine Damen und Herren. Oh, wir gehen in die Eifel. Es geht in die Eifel, meine Damen und Herren. Das Aktensystem ist gerade noch am Quackern. Und dann gehen wir in die Eifel. Ich bin gespannt, wo wir landen.
Ich bin gespannt, wo wir landen werden bei in der Eifel. Ob es auf der Startziel ist oder nicht. Oh, das Aktensystem ist aber heute wirklich, also. Die Eifel. Wie ist das Wetter? Oh, wir haben sogar Eifelwetter. Und wir haben auch endlich mal Ton. Also mal richtigen Ton hier. Mal ein bisschen leiser machen. Der Porsche ist ganz schön laut. Wir haben tatsächlich Eifelwetter, meine Damen und Herren. Mehr muss man an dieser Stelle nicht sagen. Mehr gibt es dazu auch nicht zu beschreiben. Das Eifelwetter verbinden die meisten ja eh mit romantischen Gefühlen und sehr viel Enthusiasmus für Rennsport. Wir gehen rein. Wir lassen das mal laufen. Was ist denn hier passiert? Okay. Hat schon jemand den Fehler gefunden? Also, warum das passiert ist? Also jetzt mal, um auch hier wieder unser Bildungsauftrag zu erfüllen in diesem Fall. Wenn wir jetzt mal hier auf die Fahrzeuge achten. Der Porsche bremst hier. Achten Sie mal auf den Ferrari. Mindestens eine Autolänge später. Was grundsätzlich ja erstmal gar nicht so schlimm ist. Okay? Es ist grundsätzlich nicht schlimm. Man muss sich aber den Gegebenheiten anpassen. Und hier gibt es zwei Gegebenheiten, die jetzt gerade, just in dem Moment, eine sehr große Rolle spielen. Es ist A, du hast die Innenbahn. Das heißt, du musst sowieso schon mal mehr bremsen als der auf der Außenbahn. Weil der auf der Außenbahn fast in dem Moment, in dieser Kurve, Ideallinie fahren kann. Das heißt, der fährt von oben außen rein und ist fast, sage ich extra, auf dem Apex drauf. Das heißt, der muss schon mal nicht so viel bremsen. Der hier bremst aber in dem Fall genauso, als wenn er normal fahren würde, auf der Außenbahn plus ohne Regen. Das heißt, grundsätzlich wird der so oder so schon viel zu schnell in die Kurve kommen und nach außen getragen werden. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Der Porsche lenkt jetzt schon ein. Und er geht immer noch weiter. Und jetzt ist er am Porsche dran. Und der Porsche schiebt ihn rum. Sonst wäre er noch ein bisschen, noch ein Stück weiter geradeaus gefahren. Der Porsche schiebt ihn jetzt also rum. Jetzt kommt er auf das Curb, rutscht vom Curb runter und schießt ihn ab. Das heißt also, der Ferrari hat sich seinen Gegebenheiten hier an der Stelle nicht wirklich angepasst. Und das wird hier auch sehr deutlich beim Anfahren dieser Kurve. Ne? Wenn wir jetzt mal sehen, der Porsche lenkt jetzt schon ein, was sein gutes Recht ist. Und der Ferrari kommt nicht mal ansatzweise dahin. Er steht immer noch auf der Bremse, zieht immer noch rum, kommt aufs Curb und dann schiebt er ihn weg. Es ist eine Sache, die auf jeden Fall passieren kann, definitiv. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. An dieser Stelle für euch da draußen, es ist immer ratsam, wenn man auf der Innenbahn ist, etwas mehr zu bremsen oder sich ein bisschen verlangsamen, selber verlangsamen, weil man den Winkel der Kurve, der ist halt super, super eng. Und das wird halt mit normaler Geschwindigkeit wird das nichts. Und dann passt euch an der Stelle auch an den Regen an, weil Regen ist, auch wenn es Racen ist, ist es immer noch Regen und Regen ist Regen. Das ist Causing a Collision mit 0,6er. Da gibt's schnell auf den Schniepi-Mann einen Schlag. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie sich diese Folge reingezogen haben hier bei YouTube und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Sie können jetzt aktuell live in der Jury Ihre Zukunft grüßen und Sie können sich in der Zukunft wieder in die Vergangenheit grüßen. Die Möglichkeit haben Sie nicht häufig, also tun Sie das doch jetzt einfach nochmal schnell, bevor hier ein Schlussstrich gezogen wird.